2-1-0 Training gemacht. Oh, Solanke bewegt sich auf die 73, Turner auf die 61 und schon auf dem Weg auf die 62. Tuishima trainiert und Engel. Und damit herzlich willkommen bei FIFA 17 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Zweite Saison, zweite Staffel also. Bundesliga, wir sind aufgestiegen und heute das Eröffnungsspiel an Cut. Das wird also nochmal eine längere Folge ab der nächsten Folge. Da werden wir dann nochmal schauen, was ich dann schneide, was ich welche Folgen ich Uncut bringe. Ist ja Bundesliga, da gibt es so viele tolle Vereine. Die nächste Folge wird Uncut, denn wir bringen die letzten WM-Qualifikationsspiele. Italien, Österreich, die Top-Spiele, die entscheiden, ob Wales bei der WM dabei ist oder nicht. Ich habe mich entschieden, wenn ich es nicht schaffen sollte, werde ich zurücktreten. Wenn ich es schaffe, freue ich mich sehr auf diese WM. Und dann gibt's, gucken wir da mal mit Hertha und Mainz, dass dann auch die Folgen auch mal wieder kürzer sind. Wir gucken mal erstmal rein, wo wir noch gar nicht reingeguckt haben. Transfersüberblick. Und im Transfersüberblick sehen wir Folgendes. Da sehen wir komische Wechsel, die mich gar nicht interessieren irgendwie gerade. Mein Verein, da seht ihr einfach schon mal, dass ihr auf dem Laufenden seid. Jakob ist gewechselt zu TomTomsk. Dann Pollersbeck ausgeliehen zu St. Pauli. Günther haben wir ausgeliehen. Für Backup eigentlich Everton. Und Everton ist jetzt doch wahrscheinlich schon einsetzbar für das Leverkusen-Spiel, was ich nie gedacht hätte. Dann Görtlers gewechselt für 57.000 Euro zu Düsseldorf. Und das gibt uns richtig gut Kohle. Ja? Wir sehen mal, gucken mal, ob wir spannende Wechsel schon mal sehen. Oliveira wechselt hier für 11 Millionen. Oh, Castagnos, so rum. Oh, Di Santo zu Inter Mailand. Krass. Atanga zu Leverkusen, das werden wir heute auch wahrscheinlich in dieser Folge schon erleben. Dann Barbosa zu Chelsea. Gucken wir, was wir noch so sehen. Saar kennen wir doch noch von Dortmund. Nee, Quatsch, das war ein Innenverteidiger. De Jong zu Schalke, krass. Febas zu Leganes. Pascal Groß hat mir gescoutet, haben wir gar nicht mitgekriegt, dass er gegangen ist. Hallo, FC Sevilla. Martins wechselt zu Frankfurt. Rojo zu Juventus Turin. Leicester City holt sich Semedo. Weltmann zu AS Rom. Krass, was hier schon abgeht wieder, ne? Aber nicht die Mega-Wechsel bisher. Aarons wechselt zu Arsenal, Leute. Den haben wir auch gescoutet. Aber es war klar, dass wir ihn nicht holen können. Nakamba zu Bremen. Dann haben wir Jakob. Das interessiert uns aber gerade weniger. Dann gucken wir weiter. Netto zu... krass. Den Spieler, heftig, zu Leverkusen. Gegen die müssen wir alle gleich ran. Manolas zu Real Madrid. Fofana zu Aston Villa. Hernandez zu Inter Mailand. Zulechner zu Olympique Marseille. Ah, guck mal. Aslan zu Crystal Palace. Trifft vielleicht den einen oder anderen Zuschauer. Ja, dann Gimenez so rum zu Chelsea. Und, Stuttgart holt sich einen neuen Stürmer, einen alten Sack. Alter, aber sonst ist ja auch noch nicht so viel passiert, ne? Wenn ich mal hier zurückgehe. Doch, Lukaku geht zu Manchester United für 16,5 Millionen und Manolas für 40,5 Millionen zu Real Madrid und De Viri oder Vriay für 38. Boah, geht ja schon richtig ab hier, ne? So, wir müssen mal ganz kurz was machen, was vielleicht nicht ganz so passt, aber Nationalberufung in der nächsten Folge ist genauso behindert wie in Real Life, muss ich national spielen. Und ich guck mal ganz kurz, ich habe mein Team hier schon vorbereitet. Eine Sache wollte ich glaube noch ändern. Und zwar, guck mal, ob ich es schon gemacht habe. Ja, habe ich. Church raus. Sind alle fit, die kann ich alle reinnehmen. Gut, ich bin zufrieden damit, bestätigt. Zurück zum FCK. Und wir klicken erstmal weiter. Spieler verkauft. Mewtwo geht weg und wir kriegen von den 500.000 verdammt nur 365 auf unser Konto. Schick haben wir hier mal. 9 Millionen soll der kosten, der Schick. Okay. Da mache ich mal anders. Da sage ich mal, ich biete euch 5 Millionen. Und. Wutschur. So. Mal gucken, vielleicht sagen die ja, ja. Ich suche ja noch einen Top-Stürmer, wer es nicht mitbekommen hat. Hier, ich muss verpflichte einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft. Position Stürmer. Wichtig. Muss natürlich einer sein, der ein bisschen herausprägt, ne? So, Jugendscout verfügbar. Gucken wir, ob wir noch so einen mega schwedischen Spieler finden. Sjöberg? Nö. Hier bin ich mir unschlüssig bei Lindqvist. Jonsson? Nö. 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 Bergström? Könnte, muss aber nicht. Ich hole ihn mal dazu. Spieler verpflichten. Eriksson? Oh, könnte vielleicht was Gutes werden. Spieler verpflichten.
Henriksson, nee, Johnson kann auch was Gutes werden, muss aber nicht. Ich verpflichte die einfach mal. Mann, die kleinen Länder bringen viel mehr Stars als die großen. So Angebot für Ölmühe? Ja, jetzt schon. Bisschen früh dafür, oder? Nee, 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 nee. Wisst ihr was? Für 15 Millionen gebe ich ihn euch. Mit dem Geld kann ich mir bessere, also was heißt bessere? Kann ich mir auch andere Spieler holen, die mir helfen? Könnt ihr euch überlegen. So, Maxi Beister, Maximilian kann Wechsel zu ihrem Verein zu ermöglichen. Okay. Mann, ist echt nicht einfach, einen Stürmer zu finden. Echt nicht. Wir sind kurz vorm Leverkusen-Spiel und haben nichts. So, Bobadilla. 8 Millionen, 31.000 Gehalt. Ist vielleicht eine Möglichkeit, den zu holen, ganz ehrlich. Vertrag läuft halt aus. Halt immer bitter Geld dafür ausgeben, wenn Verträge auslaufen. Guck mal, 4,1 Millionen. Könnte es schon gehen. Würden die schon ja sagen. Machen wir das doch mal. Das haben wir, das Geld. Passt nicht ganz zu mir, aber ist ja auch ein bisschen so Notlage, ne? So, Transfersangebot inakzeptabel für Kevin Vogt. Aus folgendem Grund können wir leider nicht zustimmen. Weder sind wir interessiert an dem von Ihnen angebotenen Spieler, noch halten wir die Höhe des Angebots. Schade, weil ich hätte noch gern einen guten Sechser geholt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und guck mal. Meine, diese Jugendspieler sind halt alle noch nicht so die ausgereiftsten, wie ich es mal so nennen möchte. Und deswegen, ja, probieren wir es halt nochmal mit Sua. Und mit 4 Millionen. Aber Vogt, das ist egal, Leute, wenn es bei denen nicht klappt. Mir geht es eigentlich mehr um Sturm. Da versuche ich es einfach nur. So, Piosek wechselt für 5,35 zu Dresden. Pressekonferenz, unser allererste gegen einen Bundesligisten motivieren. Passlack wird ja fehlen, rot gesperrt. So, Max Kruse. Was? Was? Was mit einem Jahr? Weitere Berichte zu diesem Spieler werden nicht mehr anfertigen und ja, achso, fertig gescoutet, so rum. Ja, ist ja klar, dass er zu teuer ist, logisch. So, Transfersangebot abgelehnt, konnten wir in Bedingungen nicht akzeptieren, Grund, der Spieler ist zu wertvoll für uns. Ach, ihr könnt mich doch mal. Ja, er ist nicht zu viel wert. So, hier, Schick wird angenommen. Schick. Aber ganz ehrlich, ich bin eher für den Philipp. Aus folgendem Grund können wir weder sind wir interessiert, noch halten wir die Höhe für angemessen. Ich weiß nicht, irgendwie reizt der mich mehr. Er kann MS, ST und LM. Geh nochmal zurück. Jetzt gucken wir uns mal nochmal. Ups, hoppala. Jetzt kann man sich Schick mal wieder nicht ansehen. Das ist wieder nervig, ey. So, Hoffenheim, Vogt, interessiert mich jetzt nicht mehr. So, Dresden verkauft. Wir haben wieder ein bisschen Geld drauf bekommen und ich gehe mal ganz kurz unter Transfer. Ich habe ja gesagt, die Folge wird ein bisschen länger. Transfersverhandlungen. Und ich wollte mal ganz kurz gucken, was Philipp kann ja. Ja, was kann Schick? Kann er noch ein bisschen mehr aus AST? Nee. Er ist 21. Kann ich das irgendwie vergleichen, die mal? Nee, geht nicht. Warte mal, muss auf die warte mal, abbrechen. Und zwar, die müssten ja auf der Wunschliste sein. Dann kann ich die mal vergleichen. Bip. Müsste doch eigentlich sein, wenn ich mit denen verhandle, oder? Ja. So, Schick. So. Und wo haben wir ihn? Den. Da. Gucken wir mal. Antritt hat Philipp viel mehr. Hat auch eine Stärke mehr. Sprintgeschwindigkeit viel mehr. Beweglichkeit mehr. Balance mehr. Sprungkraft, ne? Ausgeglichen. Ausdauer mehr Philipp. Auch, also bisher ist alles pro Philipp. Stärke. Fast Schick ein bisschen besser, sonst würde ich sagen, ausgeglichen. Reaktion ist Schick, ist Philipp besser. Aggressivität sind beide kacke, aber Philipp ist besser. Ruhe ist Schick halt viel, viel besser. Abfangen sind, oh, da ist ja Schick richtig schlimm. Stellungsspiel beide gleich. Übersicht ist Philipp besser. Ballkontrolle sind sie gleich. Flanken sind sie gleich. Dribbling sind sie gleich. Abschluss ist halt Schick besser. Was halt wirklich ist für einen Spieler, für einen Stürmer, ne? Kopfballpräsenz ist Schick auch viel besser. Lange Pässe ist Philipp besser. Kurze Pässe sind sie ausgeglichen. Manndeckung sind sie ausgeglichen. Schusskraft sind sie ausgeglichen. Fernschüsse sind sie, nein, er ist Schick besser. Faire Zweikämpfe sind sie gleich. Grätsche sind sie gleich. Na, ein bisschen anders da. Volleys ist Schick besser. Effet sind sie gleich. Elfmeter sind sie gleich. Schick ist günstig, ist älter, aber halt auch teurer. Größer, leichter, trotz größer. Linksfuß ist nicht so schlecht, weil Osabe ist Rechtsfuß.
Beide sind Dings. Schwacher Fuß kann aber Philipp wieder besser. Dafür kann er Spezialbewegung der Schick besser. Also wie gesagt, 9 Millionen und Philipp halt weniger. Aber bei Schick wird ja gesagt und bei Philipp wird nein gesagt. Deswegen denke ich da nicht mehr drüber nach und biete ihm jetzt einen Vertrag an. Und dann haben wir vielleicht den Spieler, der gesucht wurde die ganze Zeit. Ich hoffe, das erzählt zu dem, was da gewollt ist. Ne? Wichtiger Stammspieler, sage ich jetzt mal. Mal gucken, ob er überhaupt ja sagt. Ob wir den auch noch zu dem Leverkusen-Spiel hergekriegen. Wahrscheinlich nicht. Mal gucken. So, heute ist die letzte Möglichkeit. Schick hat abgelehnt. Wir können da eben leider nicht zustimmen. Grund, ich möchte eine größere Rolle in Ihrem Verein spielen als diese. Ja, okay. Alles klar. Ist kein Problem. Kannst du haben. Wichtig für die erste Mannschaft. Und du kriegst ein bisschen mehr Geld, aber mehr kann ich dir echt nicht bieten. Ich habe die Kohle nicht. So. Aber da wäre doch schon mal ein Wechsel, der den einen oder anderen, glaube ich, sehr, sehr entgegenkommt oder euch freuen könnt. Und ein bisschen peppen müssen wir uns ja schon. So, Meffert habe ich nochmal gescoutet. Mit 22 ein guter Sechser. Auf die Wunschliste mal. Weil ich werde jetzt keine Spieler mehr holen dieses Jahr. Also diese Transfersphase, glaube ich nicht. Können wir gucken. Schauen wir mal. Kohlen? Nö, will ich nicht. Dann lieber den Meffert. Beuth? Nee, das war der falsche, den ich gescoutet habe. Baumjohann? Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Obwohl, komm, da kann ich auch Halver behalten, ey, ganz ehrlich. Das lohnt sich doch gar nicht, die. Joelinton. Interessanter Stürmer auf jeden Fall. Dann Pascal Groß ist schon gewechselt, deswegen brauchen wir da gar nicht länger gucken. So. Ja, nee. Dann Nationalspieler abgestellt. Welche denn? Ring, Finnland, über Ungarn und Pulisic, USA. Und Schick hat schon wieder abgelehnt, wie es aussieht. Genau, was sagt er? Danke für Ihr Interesse, aber Sie können mich weiter überzeugen. Ja, der will halt jetzt Kohle, die wir nicht haben. Das ist das Problem. Jetzt mache ich halt was, was mir nicht gefällt. Ich gebe ihm jetzt 40 Millionen. 40 Millionen, 40.000 pro Woche. Das finde ich schon ein bisschen heftig, ehrlich gesagt. Aber ich will ihn jetzt schon haben. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr kommen zum Leverkusen-Spiel, das wird nicht mehr der Fall sein. Mit Glück schon. Gut gemacht. Wir haben uns langfristige Erhöhung des Vereinswerts über 3 Saisons zum Ziel gesetzt. Der Blick auf die ersten Finanzberichte zeigen uns, dass wir dieses Ziel definitiv erreicht haben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit beim ersten FC Kaiserslautern. Weiterentwicklung nicht nur als Fußballverein, sondern auch als Unternehmen. Akbom. Ja, und wir sehen hier noch was. Schick wird noch kommen. Dann ist das Angebot erstmal wieder flöten gegangen mit dem ganzen Geld. Aber das mache ich noch und Vucu ist dafür weg. So, mal gucken, ob dann natürlich dieser Gewinn wieder weg ist. Gute Arbeit. Mit Ihrer Hilfe konnte der Verein eines der diesjährigen Marktpräsenzziele erreichen und dafür möchten wir Ihnen danken. Wir hatten uns die Stärkung unseres Profils durch Top-Verpflichtungen zur Aufgabe gesetzt und ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Neuverpflichtung ist da. Das gucken wir uns gleich an. Das gucken wir erstmal. Verpflichte, genau. Wir haben also Schick gilt als diesen Top-Stürmer, also habe ich alles richtig gemacht. Trainer, vom bevorstehenden Match hängt in dieser Saison wirklich viel von uns ab. Im Moment bin ich richtig gut drauf und ich bin mir sicher, dass ich in den Positionen von Novak, ja, du spielst ja auch, ist alles noch nicht eingestellt, das mache ich jetzt und jetzt geht's auch rein in das Spiel, Leute. Ich bin richtig geflasht, es wurde noch nichts gespielt. Doch, es wurde schon was gespielt. Gladbach führt und Frankfurt ist Zweiter, HSV Dritter. Bin im Unentschieden, Hertha, Köln, Bremen, Dortmund und Leipzig haben schon unentschieden gespielt. Und Mainz und Schalke da unten drin. Alter, es wird so heftig jetzt. Ich bereite mich vor, bis gleich. Erstklassig. Den Anspruch haben sie schon in den 30ern in Kaiserslautern, als der FCK nur einer von vielen mittelmäßigen Vereinen der Stadt ist. Die Nazis sind an der Macht. Sie wollen alle Vereine zusammenfassen, um mit einem Großverein erfolgreicher zu sein.
Das ist nicht mehr nötig, als beim FCK 1938 ein schmächtiges Kerlchen namens Fritz Walter spielt. Es ist soweit, Leute, ich kann es kaum fassen, aber es ist soweit. Fritz Walter Stadion bebt. Der ganze Betzenberg bebt, denn der SC Kaiserslautern hat Heimpremiere am ersten Spieltag gegen Bayern 04 Leverkusen. Und nicht nur das, es gibt noch einen Bonus obendrauf. Fritz Walter Wetter. Was will man mehr? Ja. Ich bin jetzt richtig geflasht und hoffe, wir können hier eine Sensation starten in diesem gefakten, aber doch, wenn man sich aber vorstellt, es wäre das echte Fritz-Walter-Stadion, schönen Fritz-Walter-Stadion. Moritz, erstmal Kapitän, wir sehen hier Bender und Schick heute noch auf der Bank, ich lasse mal Osabe noch weiter spielen, also wir gucken, also mit Schick, so Lanke und Osabe, eigentlich sollte ich da mit zwei Stürmern spielen. Das wäre die bessere Entscheidung, aber bisher habe ich jetzt mich erstmal defensiv gegen Leverkusen entschieden. Mit Everton, hier sehen wir ihn doch wieder früher zurück als überhaupt mit Günther da hinten drin, Ziegler auf der Bank. Also ich muss den Kader extrem jetzt kleiner kriegen, Leute. Das ist auch die größte Aufgabe, die mir jetzt bevorsteht, den Kader kleiner kriegen. Zuha und Britsche müssen jetzt auch wirklich gehen mit dem Einkauf von Schick, sonst haben wir wirklich ein dickes Problem an der Backe. Besonders auch gehalttechnisch. Und wir sehen hier nochmal, wie die Mannschaften sich vorbereiten. Verteidiger, wer auch immer, wird nicht eingeblendet. Wird es ein bisschen schade finden, dass im Bundesliga-Start jetzt wieder keine Aufstellung gezeigt wird. Was ist das denn für ein Scheiß, was sich EA da wieder ausdenkt? Ganz ehrlich, gehört in jedem Spiel rein. Macht man nicht einfach irgendwann weg. Mensch, Kinders. Schön lebe, pfeift. Und deswegen geht's jetzt los. Das Spiel wird dir präsentiert von Dicos Webshop von Elbster.de. Kaiserslautern fängt an. Ich spiele übrigens auch lange Bälle auf die Außen. Ja, jetzt habe ich die ganze Post. Ich muss jetzt mal. Leute, warte, hier. Ich zeige euch mal jetzt meine Aufstellung, weil ich habe blöd nichts gezeigt. So, und zwar, ihr seht Bulisic, Stieber, Osabe, Afdiay, Moritz und Rust da hinten drin, Günther, Everton, Blanco, Ali und Mbene, weil ja Passler raus ist. Schick, Solanke, Ziegler, Heifer, Ömür sind dabei. Ja, müssen wir mal gucken. Ich muss den Kader auf jeden Fall kleiner kriegen. Ich erwarte eigentlich jetzt keinen Zugang mehr. Ich bin eigentlich fertig mit der Planung. Aber wir müssen mal gucken, wenn jetzt hier der Erste schon verletzt ist mit Moritz, was wir dann machen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt gerade, weil ich möchte natürlich eine Sensation schaffen hier als Aufsteiger. Leipzig müssen wir schlagen, ne? Mit dem neuen Rekord. Bester Aufsteiger. Und so lange wie möglich Null halten. So lange wie möglich. Also die Null bei Tore, Gegentore. Und so lange wie möglich die Null bei Niederlage halten. Das wäre mein Ziel. Und gleich das. Oh, Moritz ist wirklich schon angeschlagen. Verletzt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Hat ja schon eine schlimme Verletzung hinter sich. Afdiay. Moritz. Kein Logo dran. Oh, Save. Hat natürlich mit Schick jetzt riesen Konkurrenz bekommen und auch so Lanke. Boah, Everton, er ist wieder da, Leute, und nimmt sich da den Baumgartlinger den Ball weg. Russ. Dazu sage ich jetzt nichts. Wende. Moritz hat sich aber die Pille wiedergeholt. Hilbert. Bender, Kiesling. Und Afdiay passt auf. Und jetzt vielleicht die große Konterchance. Moritz wollte da raus auf Stieber spielen. Ach, das ist Günther. Ich habe gerade überlegt, was ist denn für ein Name? Koray Günther. Was für ein Spieler ich da habe. Witzig, ne? So, Russ. Vene. Und das war nix. Wendel mit dem Einwurf. Noch ist aber der FCK gut bei der Sache, wie ich finde. Und holt sich hier sogar die Pille. Stieber, was kann er draus machen? Die Flanke muss jetzt kommen. Ah, das war nicht gut. Schade. Aber bisher ist die Aufstiegs-Euphorie da beim FCK. Ich bin hochmotiviert und versuche wirklich auch defensiv mich gerade ein bisschen zu konzentrieren.
dass wir nicht tollpatschig die Gegentore kassieren. Hilbert, Baumgartlinger und Ali hat aufgepasst. Pulisic. Wird da auch noch umgemetzelt. Sag mal, was ist denn hier los hier? Abdiay. Russ. Osabe ist zu langsam. Wie gesagt, Osabe muss sich natürlich auch beweisen. Nur weil er 18 Tore geschossen hat in der zweiten Liga, heißt das nicht, dass ich jetzt immer für ihn bin, wenn Schick oder Solanke oder was auch immer mehr auffallen. Dann kann er ganz schnell Bankhocker werden. Da bin ich ganz streng, besonders in der Bundesliga bin ich noch strenger. Und wir müssen echt nochmal gucken in der nächsten Folge. Das ist in der Nationalpause und dann wahrscheinlich danach. Oder da mittendrin und jetzt Baumgartlinger und Ruben Blanco. Wie wir den Kader noch irgendwie kleiner kriegen, ohne Geldverluste zu machen. Mene. Stieber. Afdiay. Oh, schöner Trick. Moritz. Wir müssen schneller spielen. Foul an Bender. Es geht weiter. Wird wahrscheinlich noch die gelbe Karte gleich geben. Oh, Robbie Cruz. Gemacht, aber Ruben Blanco. Der wird jetzt richtig viel gefordert. Das sei ja jetzt schon. Moritz. Russ. Oh Mann, zwei rechts frei. Ich leg den Analogstick auf rechts und dann macht der sowas. Ey, der kriegt eine Krise. Deswegen wollte ich ja wegen Vogt gucken, dass ich noch einen Sechser hole, weil ich glaube, Russ, trotz Stärke 74, der macht mir zu viele Altersschusselfehler, weil er auch so jung ist. Moritz wieder auf Russ. Und jetzt zu Stieber. Russ nochmal. Warum ist jetzt Osabe nicht in der Mitte drin? Die Flanke muss kommen. Schade. Aber Kaiserslautern zeigt sich hier ganz gut nach 30 Minuten, finde ich. Afdiay und Volland. Schade, Afdiay hatte eigentlich eher die Pille gehabt. Nicht gut gemacht. Schöner, langer Ball auf Dos Santos abseits. Ja, das war, boah, aber richtig knapp. Das hätte ein richtig schönes Ding werden können. Everton. Gott sei Dank ist jetzt doch schon wieder. Pulisic auch angeschlagen. Schön gemacht hier. Stieber. Schade, kommt nicht durch. Jo, Stieber mit dem Einwurf. Russ, Stieber und... Ich habe gerade witzigerweise beim Einwurf überlegt, ich glaube, ich muss eine Winterpause oder für die nächste Jahr einen Ersatz für Stieber finden, weil er ist auch in einem Alter mit Stärke 73, wo er nicht mehr viel, viel in der Bundesliga ritzen kann, nur noch Mitläufer sein kann, aber nicht mehr überragend. Natürlich gibt es immer Momente, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Langer Ball raus, Wen hat aufgepasst? Stieber. Osabe. Ja, da geht es gerade so weiter mit diesen Fehlpässen. Da war Russ so schön frei und er spielt dann zu den Gedeckten. Schade. Dos Santos. Bender. Und bisher bin ich so hoch konzentriert beim Verteidigen, weil ich so Angst habe, ein Gegentor zu kassieren, zu verlieren, dass das, glaube ich, ganz gut bisher ist. Pulisic. Langer Ball raus, vielleicht zu lang. Das klappt noch nicht so ganz mit der Taktik, lange Bälle machen. Er muss ja gleich mal was ändern. Volland. Bender. Und Neto. Einfach mal davor, aber wieder abseits. Das klappt ganz gut. Das macht meine Abwehr ganz gut. Mit der Abseitsfalle. Im Vene. Everton. Und hey, hört mal auf, jetzt meine Spieler immer kaputt zu machen. Mann. Brauchen die alle noch von euch Aspirin? So, weiter. War ein schlechter Witz. Osabe. Schade, kommt da nicht durch. Wir haben gleich Halbzeitpause. Robbie Cruz. Und Ali ist da dran. Und wird umgemetzelt. Sag mal. Wir sind Aufsteiger. Wir müssten nicht 150% geben. Gib ihm die Rode. Natürlich gibt es dann die Gelbe. Ist ganz klar. Lars Bender, weiß nicht, ob es vielleicht die erste gelbe Karte der Saison ist, aber eine definitiv der ersten. Jetzt so, oh, das war kein guter Freischuss von Russ.
Emene mit der Flanke auf Pulisic. Und das ist Everton. Und das ist Osame. Ja, es ist er, aber auch nicht mehr. Halbzeit 0:0. Muss sagen, 0:0 kann ich gut leben. Weiß nicht, wie es mit euch dabei geht. Bin echt gespannt, was ihr glaubt, was mit dem FCK passieren wird. Wir schauen mal. 50-50 Ballbesitz, Leute. Hallo. Schüsse 1:1. Schüsse aufs Tor 1:1. Zweikämpfe 7:9. Also wir können damit bisher sehr, sehr zufrieden sein. Ich bin überlegen, ob ich später Osame drin lasse und für Afdiay Schick bringe. Das wäre eigentlich schon ziemlich geil. Warum heißt der eigentlich? Der hat deutsche Wurzeln, oder? Weil Tschechische Republik und er ist Schick. Schweizer Wurzeln hat der, ne? So, zweite Halbzeit. Es geht weiter. Ich wollte mal eine Sache nochmal ändern. Fällt mir gerade so ein, das habe ich vergessen. In der Taktik. Wie auf Ballbesitz, weil die langen Bälle, das kommt irgendwie nicht so gut an. Ich mache mit dem Ballbesitz ein bisschen auf Ruhe spielen, ein bisschen Kontrolle kriegen und nicht ein Dos Santos kommen lassen mit einem wahnsinnig tollen langen Ball. Moritz klärt, Gott sei Dank, Afdiay. Wir müssen schneller reagieren, weil die pressen viel mehr als die Zweitligisten Gegner. So, Afdiay. Schöner langer Ball, war das klasse. Stieber macht das richtig gut. Stieber nochmal, Stieber immer noch. Immer noch Stieber! Und Ramalho ist dazwischen. Ah, aber toll. Wirklich toll. FCK kann bisher mithalten. Kein Foul, Quatsch. Dos Santos, da kommt mir ein bisschen zu viel. Also die rechte Seite ist immer noch ein Problem. Passlack rot gesperrt. Emene macht es eigentlich ganz gut, aber immer kommt trotzdem über rechts. Vielleicht liegt es einfach an meinem Spielstil. Und jetzt kommt das Tor aus dem Nichts. Da ist es schon. Wollte so lange möglich zu Null halten. Hat nicht geklappt. Der Bender ist es. Ja, wenn man es selber nicht macht, dann macht es halt ein erfahrener Bender. Schauen wir nochmal. Gerade noch gesagt, die linke Seite jedes Mal das Problem. Hackentrick, super gemacht. Zwei Männer stehen da. Wer waren das denn? Günther und Moritz, glaube ich. Und beide können hier nicht mehr bloggen. Um Ruben Blanco sah da auch nicht mehr ganz toll aus. Erstes Gegentor in der Bundesliga, Leute. So. Jetzt bleibt mir ja gar keine Wahl, als Risikofußball zu spielen. Also ich habe nicht vor, wie viele, viele Trainer von kleineren Vereinen, ich bleibe trotzdem mal auf meinem treuen Taktik. Nein, ich werde natürlich jetzt versuchen, offensiver ranzugehen. Ob die jetzt Leverkusen oder Bayern oder Fritzelhausen heißen, ist mir wurscht. Ey, so viele lange, hohe Bälle auf die linke Seite. Unglaublich. So, Volland ins Ausgedrückt. Einwurf. Mwene. Russ. Doppelpass mit Russ. Und Bender, der Kackhaufen, jetzt nur, weil er jetzt Tor gemacht hat. Natürlich ist er ein cooler Spieler, ganz klar. Kriegt hier den Ball. Everton kann nicht klären. Und danke für die Klärung. Stieber, Osame, Russ. Afdiay. Und der sieht natürlich Pulisic gestartet. Pulisic ist gestartet. Und kommt da auch noch durch. Pulisic! Nito dazwischen. 60. Minute. Schauen wir da nochmal. Oh, da war die Hand dran. Hallo. Das muss ein Handelfmeter sein. Manchmal pfeift der FIFA immer die Schwachsinn. Aber das muss ein Handelfmeter sein. Definitiv. Und ich habe mich entschieden, jetzt den ersten Wechsel zu machen. Afdiay ist auch saumüde. So, wir machen jetzt mal so Osame. Geht jetzt mal noch weiter nach vorne. In den ST-Bereich. Und hier machen wir OM. Ja, mit Philipp wäre das halt besser gewesen, weil der kann auch LM, der hätte auch jetzt Bullisitcher spielen können. Quatsch, habe ich gerade OM gesagt? Nee. Und zwar MS. Und da kommt jetzt Schick rein. Wir gehen eine Runde offensiver. So, wer weiß, vielleicht hilft uns Schick. Der ist da schon ganz groß, wie ich sehe. Was ist jetzt passiert? Ah, Wechsel bei Leverkusen. Ich wundere mich gerade schon so ein bisschen. Und, guck jetzt mal, was wir machen können. Und zwar folgendes. Ich versuche mal hier ein bisschen aufzuräumen und dann... Ah! Osame! War auch eine Idee.
Osabe kommt zum Köpfen. Schade. Oh, das wäre jetzt so bitter, wenn das Spiel so ausgehen würde, ganz ehrlich. Meine ganzen Ziele schon am Anfang der Saison schon hin. Mit den Nulls-Nulls-Regeln, die ich immer versuche, ne? Wo Baumgartlinger. Hilbert. Everton hat aufgepasst und macht dann wieder so einen Ball. Da war Osama, habt ihr gesehen, wie frei der war? Volland. Pulisic. Konterchance, Leute. Osabe braucht zu lange. Schick. Ja, wirkt ein bisschen zu groß und unbeweglich, wie ich gerade das Gefühl habe. Aber er wird wirklich sehr groß. Aber Wahnsinn, wie er sich den Ball hier zurückergattert. Einwurf. Mbene. Russ. Osabe. Pulisic. Ah, er kriegt den Ball sogar noch rüber. Und jetzt Stieber mit der... Was war das denn jetzt? Foul. Wir machen den nächsten Wechsel, Leute. Und der nächste Wechsel ist... Jetzt muss ich nachdenken. Ich habe ja so viele tolle Spieler. Ich würde gerne mein Sechser-System auflösen, aber ich traue mich nicht. Könnte ich Zentrum Ümür bringen. Aber ich mache es jetzt, ehrlich gesagt, weil... Pff, was soll's? Ehrlich gesagt, was soll's? So, bring jetzt Ümür. Dann wahrscheinlich noch Ring. Für Moritz. So, Freistoßchance. Kommt an bei Pulisic. Aber der kriegt nicht den Ball zu Osabe wie geplant. Aranguiz dos Santos. So, Einwurf im Mbene. Moritz. Ach komm schon, das war doch ein guter Ball. Mensch. So, wir machen jetzt auch schon den Wechsel. Das reicht mir nämlich jetzt schon. So, und zwar... Doch, ich bringe lieber Halfa, ehrlich gesagt. Ich habe gerade noch umüberlegt zum Thema Ring. Die Wechsel finden statt. Mal gucken, ob wir noch was bewegen können hier. Stieber, Ball erkämpft. Richtig gut. Schick, sieht die Übersicht auf Pulisic. Und jetzt sind da 100 Millionen Männer wieder dazwischen. Meine Herren, aber das war wirklich toller Fußball vom FCK. Und ich finde, ein Unentschieden 0-0 wäre ja die richtige Aktion, ein richtiges Ergebnis gewesen. Dieses blöde Bender-Tor, ganz ehrlich. Niang jetzt nochmal und Ruben Blanco. Ömür. Halfa. So, Schick wieder mit einer tollen Übersicht. Also das kann der richtig gut. Und das ist der Stieber. Und die Chance für Halfa. Das gibt's doch jetzt nicht. Also das ist wirklich langsam unfair. Schade. Da tut mir echt schon ein bisschen leid jetzt, ne? Aber ihr seht einen guten FCK. Da ist aufbaufähig für die Bundesliga. Ausbaufähig, so meine ich das. Mbene. Halfa, Osabe. Und jetzt wieder Schick. Wieder mit einem tollen Ball. Überzeugt mich bisher. Ömür braucht zu lange. Ich habe Osabe den Steilpass geben wollen. Ömür hat sich entschieden, dann nochmal zu drehen. Durch die Anweisung des Lenken von mir. Das war dumm. Toller Einsatz von Everton. Der Ball ist noch heiß. Schade, dass er selbst gerade ein bisschen durcheinander war. Volland. Mbene kriegt Volland den Ball nicht weg. Doch jetzt. Einwurf sogar noch für uns. Toll gemacht von Mbene. Stieber. Ömür. Ah, wenn er das gerade besser gemacht hätte zu Osabe, ne? Hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt Pulisic. Raus. Kommt bei Stieber an. Das ist wieder Schick. Okay, da wollte er jetzt ein bisschen zu viel haben. Immer über Dos Santos und Volland. Über die linke Seite, ne? Ömür. Stieber. Paar Minuten noch. Dauert zu lange. Die pressen zu schnell, die Leverkusener. Das mag ich nicht. Schick. Und jetzt Osabe. Ah, ich weiß nicht, ob das schon unter Foul gilt. So, der FCK geht jetzt auf volle
Aggressivität. Gucken, ob das schlau war. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt kann Leverkusen vielleicht die Entscheidung auch machen. Oder Günther holt sich die Pille. Spielt weit nach vorne. Was nicht gut gemacht war von ihm. Ganz klar. Dos Santos. Das wird nichts mehr, Leute. Schade. Wir verlieren das erste Spiel. Vielleicht jetzt noch nein. Aber ich habe einen tollen FCK gesehen. Und darauf baue ich aus. Schick. Ich glaube, jeder Ball ist wunderbar von ihm angekommen. Ömür habe ich als ein Problem gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht war es auch meine falsche Anweisung, keine Ahnung. Rechte Verteidigung sehe ich als ein Problem. MW hat toll verteidigt, aber immer war da eine Lücke, immer war da Platz für Dos Santos. Das sehe ich noch als Schwierigkeit. Günther und Everton müssen auch mal reinkommen. Everton lange kein Spielpraxis mehr gehabt. Günther, erstes Spiel. Also da ist Aufbau, also da ist Potenzial, Leute. Da ist Potenzial, mehr zu schaffen, finde ich. In dieser Saison. Die Tabelle abgeschlossen, der erste Spieltag. Hoffenheim ist Tabellenführer mit 3 Toren und 2-0 gewonnen. Stuttgart, der Aufsteiger, ist letzter. Darmstadt ist zweitletzter. Schalke ist 16. Kaiserslautern ist 14. Ich muss aber nochmal sagen, ich habe es gerade nochmal feedbackmäßig gesagt. Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Ich bin sehr zufrieden. Natürlich muss ich sagen, war das Tor unverdient. Ich finde, 0-0 wäre die richtige Sache gewesen, dann wäre ich richtig glücklich mit diesem Spiel gewesen. Und ich sehe wirklich eine Mannschaft, die Qualität hat, hier vielleicht sogar mehr zu reißen, als möglich ist. Auf jeden Fall nichts mit Platz 18 bis 13 zu tun zu haben. Schauen wir mal, wie die nächsten Spiele laufen werden. Und der Schick, glaube ich, war eine gute Verpflichtung. Das war ein guter Vorschlag von euch. Ich gucke nochmal und bedanke mich bei folgendem Spieler. Bro. Der Bro kam, diese Meinung kam von, jetzt finde ich ihn doch nicht mehr so schnell, den Namen. Von Ra03. Guter Vorschlag war das auf jeden Fall. Schade natürlich ist es jetzt mit Solanke, mit Osave und mit Schick, dass ich nur einen Stürmer gerade habe. Dass ich mir überlegen muss, wie ich das hinkriege. Und dass wir müssen unseren Kader, extrem kleiner bekommen, Leute. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Die nächste Folge, wie gesagt, die letzte lange Folge. Also übertrieben lange Folge. Weil wir dann die letzten 10 Stunden machen. Weil Länderspielepause ist und wir 2 Spiele machen müssen. Gegen Italien, Österreich. Die Entscheidung, ob wir zur WM kommen oder nicht. Und guckt euch das an. Wir müssen super loswerden. Wir müssen ein paar Jugendspieler ausleihen. Wir müssen uns unbedingt ein bisschen kleiner kriegen, müssen Cibilko loswerden, den ich gerade nicht mehr sehe, weil ich ihn doch, da ist er. Also wir müssen doch ein bisschen was tun, der Kader muss sich doch noch leicht verändern, er ist zu breit, wir brauchen ein bisschen Gehalt und das wird nochmal eine lange Folge. Aber danach geht's dann rockig weiter mit dem FCK, dann gegen Hertha und vielleicht können wir da ja was reißen, wer weiß. Und dann kommt das Pfälzer Derby, da gibt's noch eine Revanche. Da müssen wir was zurückgeben. Die Mainzer haben uns nämlich im Pokal 0-1 geschlagen, im letzten Jahr, als wir Zweitligisten noch waren. Da wollen wir uns revanchieren und dann kommt Bremen, Augsburg und dann geht's ab gegen die Bayern. Also Leute, es wird so ein Spaß, glaube ich, hier mir zuzuschauen. Deswegen lasst einen Daumen da und abonniert mich, bleibt dran und speichert die Playlist der zweiten Staffel ab. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Endphase, Transfersphase und Länderspielpause kommen wir fahren wir nach Russland. Sagen wir es mal so, zur WM. Tschüss.